Lesen im Park, die Picknickwiese vor der Haustür und neben den Grillplätzen wird Beachvolleyball gespielt. Das ist kein Text aus einem Reiseprospekt, so sieht der Studentenalltag im Salzburger Technozelt aus. Der Campus bietet Menschen aus allen Fachrichtungen und Weltgegenden jene Annehmlichkeiten, die den Kopf frei halten für das Studium und die schönen Seiten des Lebens genießen lassen. Das Technozelt verfügt über 155 Wohnungen. Der Großteil der Bewohner sind Österreicher, Deutsche und EU-Bürger und der Rest verteilt sich über die ganze Welt. Es ist einfach total ein nettes Wohngefühl, da zu wohnen. Nicht so studentisch, sondern so richtiges Wohnen. Im Grünen natürlich, was ein Vorteil ist. Ideal, weil ich bin heraus, kann man sagen, ein bisschen aus der Stadt. Ich habe eine super Anbindung an die Autobahn und an den Bahnhof und trotzdem bin ich mit dem Fahrrad aber in 10 Minuten an der Uni und es ist eben sehr ruhig und es gefällt mir hier. Es gibt eine Apotheke in 10 Minuten entfernt, ein allgemeiner Arzt. Im Campus 3 ist ein Jugendhaus im Erdgeschoss, im Campus 2 ist ein Kindergarten. Ja, es sind so viele Möglichkeiten. Es sind da drei Griller, zum Beispiel ein Beachvolleyballplatz. Und es ist eben ein bisschen schon am Land. Man geht nicht weit auf zu Maria Plein. Es ist einfach schon ein bisschen Natur, mehr Natur wie mitten in der Stadt. Die Wohnungen im Technozelt sind weit weg von dem, was man ganz allgemein unter Studentenwohnheim versteht. Einzelzimmer mit Küche, Grünblick und alle Freizeitmöglichkeiten sind auf dem Areal vereint. Der Andrang an Studenten ist entsprechend groß. Wie man trotzdem zu seiner Wohnung kommt? Am einfachsten geht es über unsere neue übersichtliche Homepage. Dort finden wir ein Online-Formular, das füllt der Student aus und er bekommt dann umgehend von uns Antwort, wann er mit dem Einzug rechnen kann. Preise sind auf unserer Homepage zu finden. Wir haben verschiedene Kategorien von Wohnungen. Wir müssen dazu sagen, wir haben Jahresverträge. Es muss kein Student im Sommer während der Festspielzeit ausziehen, sondern kann bis zum 30. September in der Wohnung bleiben. Wer im Technozelt wohnt, ist auch in Rufweite von über 90 Unternehmern aus dem Technologiesektor. Und manch einer ist als Student gekommen und als Mitarbeiter jener Innovationsträger geblieben, die dem Technozelt seinen hervorragenden Ruf als Salzburger Zukunftsschmiede verleihen. Und so heißt es für alle, die wollen: Herzlich willkommen im Technozelt, welcome, bienvenue, benvenuti oder auf Russisch. Привет всем, добро пожаловать в Technozelt.